Im letzten Part gab es in Spikefold, oder wie es heißt, die letzte Arena, die siebte, mit ja, Team Yell-Anführer. Und heute, ja, da gibt es erstmal die achte Arena hinterher, hier in Claw City. Warum das so ist, keine Ahnung, wahrscheinlich merkt man hier schon mal wieder ziemlich, dass sie am Schluss Zeitdruck hatten, was Entwicklung angeht. Und ja, dann gucken wir mal, ob hier wirklich schon die achte Arena jetzt auf uns wartet. Hey, hier drüben! Hallo Noni! Gute Arbeit von dir und deinem Glurak-Dalien. Ich habe das Dynamax-Pokémon ja im Handumdrehen auf Bretter geschickt. Tja, wir sind eben einfach unschlagbar. Aber es gibt etwas Wichtiger als zu besprechen, Sanya. Kannst du mir sagen, was ich vorher gehe, was sich hier abspielt? Gute Frage. Es war das rote Licht. Und dann hat sich plötzlich ein Pokémon Dymaximiert, obwohl eigentlich gar keine Energiequelle in der Nähe war. Wie kann das denn sein? Das wüsste ich auch zu gern. Wir müssen wohl damit rechnen, dass diese rote Licht jederzeit wieder auftauchen können. Exakt, um mit diesem Pokémon zu berechnen, braucht es eine Wissenschaftlerin der Erstklasse. Oma, was machst du denn hier? Ich wurde vom Liga-Präsidenten Rose hergebestellt. Er hat mir Fragen und Fragen darüber gestellt, was all das mit dem Dynamax-Phänomen zu tun haben könnte. Ah, und ist dabei auf Hilfreiches rausgekommen? Ach, das musst du ihn fragen, oder besser gesagt, seine Assistentin. Für den Liga-Präsidenten dreht sich alles um die Energieversorgung Galas. Alles andere überlässt er seiner Assistenten. Aber eins steht fest, wir brauchen mehr Daten. Deswegen möchte ich dich bitten, zu einer Sache weitere Forschungen anzustellen, Sanya. Immerhin kennst du dich von uns allen am besten mit finsterer Nacht aus. Moment mal, willst du damit sagen, dieses rote Licht in Wirklichkeit die finstere Nacht? Ich frage mich, ob sie irgendwie helfen können. Klar können wir das. Danke, ich weiß euer Eifer sehr zu schätzen, aber ich wünsche euch gerade nur eins. Ich will, dass ihr das allerbeste Finale aller Zeiten liefert. Und im Gegenzug sorge ich dafür, dass in Gala auch Zukunftsfrieden herrscht. Geht klar, Bluterherz, vertrau mir. Du bist schließlich Dalien, der Unschlagbare. Oma, es gibt da etwas, was ich genauer untersuchen könnte. Hilfst du mir da? Aber klar doch, Sanya. Dann bis bald. Besteht erstmal die Arena-Challenge. Ich rechne fest damit, das beim Champ Cup zu sehen. Ja, ich auch. Gut, konzentrieren wir uns auf unsere eigene Mission. Für uns heißt es, Ness zu besiegen. Aber du machst das jetzt erstmal auf zum Claw-Stadion, oder Noni? Roy, solltest du keinesfalls auf leichte Schulter nehmen. Okay. Bedeutet, ich soll jetzt ins Stadion, dann... Moment mal. Sind meine Pokémon geheilt? Ja. Übrigens, ich wollte noch mein Snomnom entwickeln, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt mit der Freundschaft. Deswegen, ja, Drapfel und Primova-Entwicklung Lembrim werden das schon hinbekommen. Ah, die Arena-Challenge nähert sich langsam, aber sicher ihrem Ende. Du bist weit gekommen. Der Arena-Leiter von Claw City ist Drachenprofi Roy. Bist du bereit, seine Arena-Mission anzunehmen? Natürlich, was denkst denn du? Dann komm bitte zunächst in die Umkleide deine Uniform. Aber mein Outfit jetzt ist doch auch nicht schlecht, oder? Ah, diese Uniform, die du trägst, zeugt voll all den Siegen, die du schon errungen hast. Ich kann deinen Kampfgeist deutlich spüren. Und jetzt begib dich bitte ins Stadion. Ich meine natürlich die Schatzkammer. Die anderen Arena-Trainer warten dort. Okay. Ah, das ist das Symbol für Drache. Erinnert mich irgendwie an Shadow Sonic. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber... Ne, ihr wisst schon. Dark Sonic, wie auch immer. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Die Ladezeiten sind geil. Mal sehen. Wie viele Challenger sind noch im Rennen? Wow, nicht mal 10. Also gut, Noni. Ich erkläre dir jetzt meine Arena-Mission. Bereit? Die Regeln sind ganz leicht und schnell erklärt.
Du musst nur drei von den höchstpersönlich ausgewählten Arenaleitern besiegen. Das ist alles. Ach, und noch was. Ihr werdet in Doppelkämpfen gegeneinander treten. Ach, nicht dein Ernst. Nintendo. Serious. Hallo? Papella. Du kämpfst und tust dabei Fragen beantworten. Wow. Dann hier. Siebte Arena bei Ness. Du kämpfst gegen Team Yell und dann kämpfst du gegen mich. Und jetzt Roy. Du kämpfst in Doppelkämpfen. Wow, da sieht man echt, dass die vor allem gegen Ende des Spiels so durchgerusht sind und sich überhaupt keine Mühe gegeben haben. Aber, ach, ich kann es jetzt leider nicht mehr ändern. Die Arena-Challenge hat ganz schön was in sich, findest du nicht? Nein. Überhaupt nicht. Und genau deshalb habe ich sehr hohe Erwartungen an dich. Zeig mir alle deine Tricks, die du auf Lager hast. Ganz sicher nicht. Ich meine, die Arena-Challenge ist überhaupt nicht schwer. Als erstes geht also gegen Raphael. Ach, come on, serious. Bin schon zur Stelle. Roy hat mich zwei Dinge gelehrt. Zu einem die Stärke von Drachen-Pokémon und zu anderem Kampffeld seinen Vorteil zu nutzen. Okay. Ich hoffe, die Fight endet nicht so kacke, weil, es ist an sich schon ziemlich, ja, wie soll ich sagen, schlecht, die Arena-Mission. Vor allem, weil ich jetzt zwei Pokémon habe, die effektiv gegen Drachen-Pokémon sind. Aber ich sehe schon, die haben nicht nur Drachen-Pokémon. Und ich sehe schon, dass er es ausnutzt, sein Feld. Das stand nämlich auch in der Ligakarte von Roy. Naja, jetzt erstmal gucken. Geht es auf beide irgendwas von den beiden? Nee. Ah ja, doch, perfekt. Und das auch. Was machen wir damit noch gleich? Oh, ich liebe Feen-Pokémon-Attacken. Sehr schön, und dann, na, den Draco-Meteor muss ich mir leider aufheben. Dann schaffen wir schon mal Pelipper durchs aus dem Rennen. Aber schau, er hat auch keine zwei Pokémon oder so. Nee, er hat eins. So, what the fuck? Serious. Zwei Pokémon auf einmal, Doppelkampf, und dann ist er schon down, oder? Oh, Drachenpuls, krass. Gegen Drachen-Pokémon natürlich, weil es effektiv ist. Ja, das war sogar echt gut, muss ich zugeben. Aber im Zauberschein, ja, sind sogar fast schon beide down, okay. Volltreffer. Ja, aber nur gegen Philippa? Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Dass man nur gegen einen Pokémon einen Volltreffer landen kann, ist auch sehr weird, muss ich sagen. Jawohl, Drapfel, heilig. Ach ja, wegen diesem Überreste, den ich in den letzten Part gegeben habe. Das ist toll. Ich finde es jetzt schon super. So, dann einfach nochmal. Ich muss ja eh nichts mehr machen. Dann mache ich noch Flügelschlag. Falls es irgendwie nicht ausreichen wird. Oh, shit. Drapfel ist down. Okay, ich merke schon, sie sind nicht schlecht, weil sie wissen so, ich weiß jetzt, wo die Stärken sind und wo die Schwächen, aber ganz ehrlich, das verlange ich auch von der krassesten Arena, die es gibt in diesem Spiel, obwohl ich die Challenge an sich echt kacke finde. Ich glaube, mir hat halt wirklich die erste Challenge am besten gefallen, aber gut, was? Psychokinese? Das ist doch krass, ne? Mhm. Gerne, gerne, immer her damit. Psychokinese ist ja eine richtig krasse Attacke, Psycho. Tja, Raphael. Doppelkämpfe gehen richtig ab, aber man braucht dafür eine Menge Grips. Aha. Ja, ihr merkt schon, ich bin sehr motiviert, was diese Fights angeht. Oh, und es kommen aber noch zwei. Könnte halt knifflig werden, was Pokémon. Hier kommt noch unsere zweite Trainerin, Lorraine. Achso, es hat Roy gesagt, dann tut's mir leid. Das Problem ist bloß, dass ich mich nicht heilen kann in dieser Challenge. Ja, ach doch, kann ich. Wow. Dann ist es einfach nur lame. Ich bleib dabei. Oh, wow. It's serious. Ich habe mir auch Beleber gekauft. Also, wenn ich jetzt komplett dieselbe Taktik wieder anwenden. Schaut, das meine ich, ist irgendwie ein bisschen traurig, aber gut. Mhm. Welche Rolle die jeweiligen Pokémon des Gegners in einem Kampf erfüllen, ist eine wichtige Rolle. Okay, Lorraine, dann zeig mal, was du so drauf hast. Vulnuna und Vulnuna, als ob. Geil. Und Tortunator. Ah ja, good to know. Tortunator muss auf jeden Fall als erstes weg, weil Feuer-Pokémon gegen Pflanze ist jetzt nicht so geil. Dürre von Vulnuna, ja, ich sehe schon. Die nutzen das wirklich immer aus. Dann schauen wir erstmal, was Psychokin oder was. Ja, tatsächlich ist das am stärksten. Aber das sind ja beides Feuer-Pokémon. Ich glaube, ich sollte Drapfel lieber wechseln. What? Ich wechsle mal Drapfel auf Inteleon. Ja, was sehr effektiv ist. Gegen beide sogar. Also
Macht schon Sinn, oder? Alrighty, dann schauen wir mal. Panzerfalle und Irrlicht. Oh, Irrlicht ist eine Kack... Ja, weil ich verwirrt werde, oder? War doch so. Nee, ich verbrenne mich. Ist genauso kacke eigentlich, fast. Aber wenigstens die Psychokinese klappt. Oh, und macht sogar ganz gut Damage. Gut. Finde ich super. Panzerfalle. Ah, okay. Ja, komm. Geh ein bisschen Damage. Achso, ich war gerade verwirrt. Intellion hat diese Angriffe, so what? Setze ich jetzt auch auf Winona, weil dann ist das schon mal raus. Und dann mache ich einen Aqua-Durchstoß auf Tortum. Wieso ist das nicht sehr effektiv? Bitte, das ist ein Feuer-Pokémon, Feuergestein, doch. Warum? Hä? Verstehe ich überhaupt nicht. Oh shit, ich sollte es töten. Naja, jetzt ist Winona down und es... Oh wow, was? Warum denn nicht? Hä? Und warum ist Tortunato kein Feuer-Pokémon? Das verwirrt mich. Och man, beide erleiden Verbrennungen. Ich merke schon, also die Drachenarena, die Drachenfighter, die sind zwar schon gar nicht mal schlecht, ne? Muss ich mal so sagen, aber trotzdem nicht so geil. Achso, und ich wechsle mal. Tortunato habe ich jetzt keine Angaben, muss ich sagen. Komm, Reflex, Überschallknallen muss schon gut sein. Hoffe ich mal. Weil ich habe echt keinen Plan gegen Tortunato, was ich machen soll. Gestein? Ich hätte gar Feuergestein oder Feuer. Keine Ahnung, ehrlich nicht. Was ist denn ein Panzerfalle? Gut, dass ich es nicht angreife, ich sag's mal so. Und wieso darf seine Pokémon jetzt beide anfangen, während meine gar nicht? Oh, Silenium ist so geil. Jawohl. Winona ist jetzt wenigstens schon mal raus. Ich weiß, ich könnte sie schon im letzten Fight rausholen, aber mal. So, ich habe jetzt mal den Sound ein bisschen leiser gemacht, weil ich habe gesehen, dass es etwas laut ist. Panzerfalle. Tja. Wieso macht das jetzt? Achso, hat nichts gebracht. Eben. Wollte ich mich schon beschweren, so. Achso. Naja, egal. Ich gehe jetzt weiterhin auf Tortunator. Was? Keine Anweisung. Und mach dann... Oh, nee. Dann nicht. Oh, what? Puh, ich hatte echt schon Angst, dass ich alle drei Attacken nur so mache. Oh, shit. Reflex, I'm so sorry. Das ist aber ganz gut. Obwohl es nicht sehr effektiv ist. What? Warum denn das? Ja. Das war ganz ordentlich, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Und die Lemrin wird auch geheilt durch das Item, was ich ihr gegeben habe, diese Muschel. Im letzten Part, wer es verpasst hat. Ja, das Wetter ist unberechenbar, aber noch viel mehr Spaß machen unberechenbare Kämpfe. Okay, fantastische Leistung. Genau das habe ich von einem Trainer erwartet, der sich 7 Orden erkämpft hat. Und jetzt kommt noch die letzte. Wie gesagt, diese Challenge verstehe ich nicht. Und jetzt nur noch zum krönenden Abschluss. Nummer 3. Sinubhan? Heißt du so? Traurig, dass ich mich heilen kann, by the way, immer noch. Sonst wäre es halt wirklich eine gute Challenge und schon so super, auch hart, würde ich sagen. Aber so irgendwie nicht. Schau, jetzt nehme ich einfach 2 Feuerheiler. Könnte man sich mal als Challenge machen, wenn man so auf Hardcore spielen will. Aber ich will es ja eigentlich nur schaffen, ne? Deswegen erstmal schön die Verbrennungen geheilt. Und es geht in den dritten Fight. In einem Doppelkampf kann beide Pokémon voller Kraft zuschlagen. Oder man gibt eine volle unterstützende Rolle. Sehen wir mal, was deine Strategie ist. Ja, ich bin auch voll draufballern. Sinubhan. Den Namen kann ich mir niemals merken. Die haben alle Meisterbälle, wie auch immer. Braucht man doch gar nicht für die meisten, ganz ehrlich. Was wirkt schon wieder? Hagelalarm, oh no. Aber kriegt doch nicht das andere Pokémon auch Damage von? Weil das ist doch kein Eis-Pokémon, oder? Silembrim ist was? Ich habe nicht drauf geachtet. Ah ja, jetzt kann ich mal das austesten mit... Nee, dann mache ich schon Zauberschein. Genau, weil es auf beide geht. Und was mache ich? Drachenstoß auf den da. Damit das Eis schon mal weggeht dann vielleicht. Hat verfehlt. Na, toller Anfang, würde ich sagen. Jetzt, was war denn das denn? Unlicht oder was? Kein Plan. Sehr effektiv gegen Drapple, ich merk's.
Mann, Drapfel, es tut mir leid, aber du wirst jetzt wahrscheinlich sterben. Mein Gott, das war echt krass. Wow, das habe ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber hätte Drapfel getroffen, dann wäre es wahrscheinlich jetzt auch schon rum ums Eck. Und wir könnten uns langsam mal hier den dritten aufstellen. Oh je, Mine. Also ich vertraue jetzt darauf, dass Drapfel anfangen darf anzugreifen, weil dann stirbt es nicht. Und es hat einen geilen Fight hingelegt. Oder es opfert sich. Ist eigentlich auch ja nicht so scheiße. Nein, es darf nicht anfangen. Dann mache ich jetzt eine Psychokinese und ein Flügelschlag. Wird schon passen. Oh wow, ich darf tatsächlich anfangen. Das ist dumm. Aber, boah, what? Ich bin so impressed immer so von meinen Pokémon, dass sie so stark sind. Ich denke immer so, ah, shit, jetzt bin ich down und dann so. Nee. Ganz passt. Wenn Pokémon und Trainer an einem Strang ziehen, wecken unerahnte Kräfte. Ja, ich sehe es. Ich bin echt gerade super überrascht von meinem Pokémon. Eine reife Leistung, gegen einen talentierten Trainer wie dich kämpfen zu dürfen, ist eine super große Ehre. Im großartigen Uni, ganz wie erwartet, hast du die Arena-Mission gemeistert. Bravo! Das ist jetzt an der Zeit, gegen mich zu kämpfen. Auf ins Stadion! Bedeutet, wenn wir das jetzt schaffen, dann haben wir uns qualifiziert an dem Champ Cup. Und ja, das wäre doch super cool. Sind aber erstmal wieder geheilt, bevor wir da reingehen. Und ich hoffe, er hat jetzt wieder Dynamax, weil ich meine, Dynamax finde ich gar nicht schlecht. Und so in der letzten Arena einfach so, nö, ich streich das raus. Wahrscheinlich auch hat sich das Pokémon-Team gedacht, weil so, jetzt haben wir keine Zeit mehr. Was machen wir? Ach, wir streichen es einfach raus in der Arena. So stelle ich mir das vor. Naja, wir stellen uns Roy in der letzten und achten Arena aus Pokémon Schwert. Dem Drachen-Arena-Leiter. Wie gesagt, die Challenge, meine Meinung, unkreativ und sehr einfach aus Zeitgründen, schätze ich mal. Dass ausgerechnet du der erste Challenger bist, der so weit geschafft hat, muss Schicksal sein. Aber wenn Dalian so viel auf dich hält, setzt, wundert es mich nicht, dass du so weit gebracht hast. Und du denkst also, du kannst Dalian besiegen? Dafür musst du erstmal mich, seinen größten Rivalen, klein kriegen. Ich werde dich aufs harte Tour zeigen, worauf du dich eingelassen hast. Ich kontrolliere übrigens nicht nur das Wetter, sondern bestehe auf Doppelkämpfe. Damit will ich herausfinden, wie gut du auf verschiedene Situationen reagieren kannst. Also gut, los geht's. Du machst Doppelkämpfe auch? Und warum denn deine Challenge? Naja. Roy fordert mich auf jeden Fall heraus. Hat auch 4 Pokémon und sein Rotom-Handy schwirrt einfach um ihn rum. Ja, man sieht schon, Drachen-Pokémon on point. Jawohl. Ja, das gefällt mir doch. Und das Stadion sieht mächtig aus. Was macht er für Bewegungen? Sandsturm von Brokkolos. Oh, Gemini. Und setzt das andere auch noch was ein. Weht ihr Winde und beschwört den Sandsturm. Erstmal wieder was Gutes gegen beide. Also ich hoffe, dass es gut ist. Und dann setze ich noch gegen die Bärle einfach das hier ein. Ja, wird schon passen. Wäre irgendwie verdient, wenn ein Pokémon von den beiden dann einfach nicht angreifen könnte. Das wäre richtig witzig. Serious. Mann, du, schau mal, es ist irgendwie eine 90%ige Chance, ne? Harnstein. Oh no. Naja, ich muss die eh nur besiegen, wahrscheinlich. Wieso kriegt Drapfel jetzt Schaden? Hä? Achso, wegen dem Sandsturm. Ich bin gedacht, wegen den Tarnsteinen. Das würde mich jetzt, ja. Jetzt werden erstmal schön beide um 5 KP geheilt. Das freut mich. Auch sogar 8. Nee, sie lämmert ihm nicht, warum auch immer. Nee, da reicht jetzt sogar eine Säulenstimme. So wie ein, warte mal, wie viel Prozent? 90. Da ist nur 75, ne? Warum ist das so eine Kackattacke? Ja, dann mache ich noch Brokkolos das hier. Ich hoffe mal, das passt. Gott sei Dank verfehlt auch mal der Gegner und nicht immer nur ich. Das finde ich toll. Ja, sehr effektiv. Watch. Okay. Das Ding ist, ich könnte beide auf einmal töten, aber jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ich müsste das andere an... Naja, ist jetzt wurscht. Ich hätte nicht die Säulenstimme, sondern das andere einsetzen sollen. Silamrim heilt sich jetzt auf jeden Fall. Und es läuft gut. Es läuft sehr gut sogar. Sandgrab. Ach so, er setzt doch kein neues Pokémon ein, oder was?
Oder habe ich das nur falsch verstanden? Ey, das ist so geil, diese Items. Jedes Mal heilen sie dich um ein paar KP. Ist super. Gibt man eigentlich so gut wie keine Probleme. Ey, was macht er denn mit die Lembrim? Sandgrab verletzt. Sanakando. Ah, okay. Die Boden, soweit ich weiß, würde Sinn machen. Ja, siehst du mal. Alles effektiv, so mag ich das. Nee, dann ganz ehrlich, dann kann ich auch das Krasse einsetzen. Ja, sehr schön. Ist auch das eine effektiv. Und Gravitation ist sehr effektiv. Boah, ich glaube, ich werde die jetzt ziemlich, ja, auseinandernehmen. Kaboom. Ja, kann sein, wenn es jetzt die Hälfte abzieht, Silembrim. Also das rechte geht auf jeden Fall down. Vom linken weiß ich noch nicht, beim Salanga oder wie es heißt. Ja, interessiert mich jetzt eigentlich nicht so. Straffel paralysiert ist und jawohl, beide down. Das ist nun ein 2-0-1. Ich bin gespannt, wie ich jetzt das mit dem Dynamax mache. Bleibt dann einfach ein Pokémon klein und das andere groß oder was? Ich werde übrigens dann Silembrim Dynamaxinieren, da Silembrim eine Dynamax-Form hat. Und ja, die will ich euch einfach zeigen. Wäre auch im letzten, in der letzten Arena gut, aber da gab es ja keine, deswegen zeige ich das jetzt. So, ich meine, Drapfel ist sowieso paralysiert, dann riskiere ich bloß, dass ich kein Damage mache und das ist nicht so gut. Mit einem Pokémon kann man keine Combo hinlegen, aber zum Gewinnen reicht es allemal. Duraludon. Ah, das Drachen-Pokémon mit dem hässlichen Design aus dieser Gen. Alright, so, Silembrim. Dyna-Zauber, oder? Was mache ich? Naja, komm, Dyna-Kinese. Achso, nee, Fee-Pokémon ist ja, genau. Mhm. Soweit ich das verstanden habe, sind Fee-Pokémon immun gegen Drachen-Pokémon und ich möchte das jetzt einfach mal sehen. Wird ihr winnen, mein Partner wird jeden in dem Stadion pusten. Er genießt es auch noch im Sandsturm. Ach so, jetzt verstehe ich. Sein Rotom-Handy filmt ihn bei diesem Fight. Wow, das ist auch Giga Dynamax. Und ja, das ist aber ein Hochhaus. Duraludon als Hochhaus. Und jetzt kommt die nächste Giga Dynamax. Oder auch nicht. Nein, Silembrim, bleib am Leben. Bleib am Leben. Du willst mich echt verarschen. Habe ich jetzt meinen Dynamax dafür geopfert? Und wieso durfte ich nicht angreifen? Wieso konnte er einfach so angreifen während drin? Nee, sehe ich nicht ein. Wirklich nicht. Toll. Konntest du nicht Drapfel angreifen, Mensch? Das juckt mich doch nicht. Nö, das sehe ich jetzt aber wirklich nicht ein. Echt nicht. Ich mache jetzt mal kurz Reflex. Nee, doch, das hat viele Leben. Gut. Kann ich in der Zeit nämlich mit einem Top-Beleber mein Ding heilen. Ja, ich mache einfach mal Überschall. Nee, doch nicht. Overdrive? Ja, passt. Und, ach so, ich muss vielleicht... Oh, ich bin so dumm. Naja, egal. Top-Beleber habe ich sowieso 5, habe noch nicht eins verschwendet. Auf geht's mit Drachengebrüll. Zeit für eine Geheimwaffe. Giga-Dämpfung oder so. Ja, Dämpfer. Alright, ja, Greiffluss an. Ja, Drapfel. Ganz ehrlich, I don't care. Denn die Silembrim kommt wieder rein. Und er ist gleich nicht mehr geht, Dynamax. Ja, schau mal an, wie viel Damage ist er gemacht. Paralysiert? Schade. Silembrim. Perfekt, jetzt kann ich doch direkt einwechseln. Schau an. Mann, ich wollte doch nur die Giga Dynamax-Form zeigen. Was soll denn daran? Hm, achso, spitze Steine. Hm. Ich dachte, warum? Ah, der Sandsturm ist weg, das freut mich. Ja, es geht noch. Nee, aber dann jetzt nicht hier. Ich mag nicht, dass Riffix hier was macht, deswegen. So, jetzt pass auf. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Dyna-Zauber auf Duraludon. Ich setze einfach einen Trank ein, weil ich sonst nicht weiß, was ich einsetzen soll. Deswegen, ja. Passt auf. Los, Giga-Dynamaxing. Oh yeah. Es ist so geil. Reflex hat ja auch eine. Oh, die könnt ihr euch genauso gut zeigen. Fällt mir gerade auf. Aber egal.
Oder ist das kein... Das ist keine Giga-Dynamax. Warum nicht? Why not? Kann mir das jemand erzählen, wieso das jetzt nicht Giga-Dynamax wurde? Good question. Es überlebt auf jeden Fall, was ich gut finde. Sehr effektiv. Es ist anscheinend Stahldrache, wie ich deine Zauber... Macht das überhaupt Damage? Ja. Duraludon ist somit down. Und ich habe noch ein schönes Feld geschaffen. Ha. Von wegen Sandsturm. Nein, Nebel. Wow, und das war wirklich, also vom Fight her, glaube ich, echt die schwerste Arena. Oder die vierte war auch ganz gut, muss ich sagen. Naja, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Ich verstehe bloß nicht, warum es jetzt nicht Giga-Dynamaxed wurde. Interlien, Regentanz. Anwender erzeugt starken Regen, der Stärke von Wasserattacken erhöht sich 5 Runden lang. Nee, sorry, aber das brauche ich nicht. Alrighty. Ich verstehe es wirklich nicht, aber egal. Roy wurde besiegt und das ist ja wohl die Hauptsache. Selbst wenn ich verliere, es gibt erstklassige Figur ab. Zeit für ein Selfie. Ah ja. Er ist ein bisschen Fame-geil, kann es sein? Das war ein harter Kampf, aber nun, da er vorbei ist, fühle ich mich, als hätten mir die Wolken aufgetan. Hier ist jetzt nun Sonnenschein. Von wegen, glaub mir kein Wort. Erinnerst du dich, wie ich geprahlt habe, dass Dalians größter Rivale bin? Und wenn schon, das nützt mir auch nichts, wenn du mich besiegst. Mein Pokémon und ich haben dir gegenüber ganz schön hochnäsig verhalten. Hier nimm das als Zeichen, den Drachenorden. Oh mein Gott, ist der groß. Bin noch nie aufgefallen. Oh yeah, der letzte Orden. Und somit ist dieser Ring komplett. Oder die Münze. Du hast jetzt alle Pokémon unabhängig von ihrem Level fangen. Jetzt besitzt du alle Orden der Galar-Region. Und der Alien herauszufordern, musst du aber noch das Turnier nach der Arena-Challenge gewinnen. Und das meine ich ganz wörtlich. Du musst das einfach gewinnen, klar? Sonst wäre meine Niederlage gegen dich bedeutungslos. Ach so, er hat jetzt Angst, dass ich gegen der Alien verliere, aber gegen ihn gewonnen habe. Jetzt, wo du alle Orden gesammelt hast, erwartet dich als nächstes der Champ Cup. Ich bin gespannt, wie du dich dabei schlägst. Hey, Noni. Ich will dich nicht lange aufhalten, aber ich habe da noch was für dich. Erstens wollte ich dir als Zeichen meines Respekts die TM 99 geben. Breitseite. Der Anwender schwingt heftig seinen robusten Schweif und damit gegnerische Pokémon anzugreifen und ihren Angriffswert zu senken. Und zweitens wollte ich dir die Uniform der Drachenarena-Leiterin zu geben. Die kriegen nur echte Gewinnertypen, ne? So wie du und ich. Danke. Hiermit hast du die Challenge Noni mit dem Trickkick Nummer 12. Achso. Die Arena-Challenge abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kannst du deine Stärke beim Champ Cup unter Beweis stellen. Und du, Roy, musst mir noch deine Stärke beweisen. Ach ja, endlich, Dalians kleiner Bruder. Ich nehme deine Herausforderungen an und ich werde dich ordentlich im Mangel nehmen. Nun, diesen Kampf wird nicht anders überbleiben, als das Handtuch zu werfen und die Arena-Challenge aufzugeben. Aufgeben? Was für eine Frage. Ich habe jede Menge herumexperimentiert und bin stärker denn je. Ich werde euch alle besiegen, Roy, Noni und natürlich auch meinen Bruder. Mach's gut, Noni. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf. Aber ich rate dir vor, fleißig in der Naturzone zu trainieren. Alrighty, dann... Ach, Balduin, stimmt, von dir habe ich noch gar keinen Ball geholt. Hier, ein Levelball. Ja, okay. Ach so. Schade, er hat uns anscheinend schon einen Ball gegeben. Naja, dann würde ich sagen, brauchen wir was? Ja, er hat auf jeden Fall was im Sortiment, aber was denn? Er hat jetzt diese Top-Sachen, ich sehe schon. Top-Beleber aber trotzdem nicht, schade. Sag mal, wie viel Geld ich habe. Naja, ist wurscht. So, dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Ich muss auch mal wieder in die Naturzone. Hallo, Noni. Dein Sieg über Roy war echt beeindruckend. Gut gemacht. Damit hättest du auch die Arena-Challenge bestanden. Ich gratuliere dir. Das müssten wir eigentlich feiern, aber dafür bleibt leider keine Zeit. Es ist nämlich so. Ja, spann mich nicht so auf die Folter, Sanja.
Dieses Licht über Clausetti ist nichts anderes als die finstere Nacht aus der Legende. Dasselbe Phänomen wie damals, also als unzählige gigantische Pokémon in Galar wüteten und beinahe die gesamte Region in Schutt und Asche gelegt hätten. So ist es. Wir wissen, dass Dynamax-Phänomene nur durch die Energie der Galar-Region entstanden. Aber wir Menschen sind bisher leider nicht dazu in der Lage, die Energie zu kontrollieren. Doch das könnte sich ändern, wenn wir mehr über die Legende der zwei Helden wissen. Das Schwert und das Schild aus der Legende. Sanya, Liebes, der Moment ist gekommen. Bitte nimm meinen Kittel. Was? Ist das nicht ein bisschen zu früh, Umi? Ich bin noch gar nicht bereit dafür. Oh, genau, deshalb sollst du ihn ja haben, damit du deine Arbeit gut zu Ende bringen kannst. What? Das sieht jetzt komisch aus, würde ich sagen. Jetzt bist du Professor Sanya. Danke. Löse dir... Hä, sie hat einfach noch einen in der Tasche gehabt, okay? Wo auch immer sie den gespeichert hat. Löse die Rätsel mit den zwei legendären Helden, die einst in der finsteren Nacht bewahrten. Finde heraus, wie wirklich hinter dem Schwert und dem Schild aus den Legenden steckt. Das werde ich, Oma. Ich will unbedingt sehen, wie du und Hop oder gegen Dalien kämpfen. Also überlasst mir den ganzen anderen Kram ruhig und geht nach Score City, okay? Los, ab zum Bahnhof. Der nächste Zug fährt schon bald ab. Okay, aber bevor wir das machen, geht es in die Naturzone, würde ich sagen. Und wir schauen uns noch so ein paar Spots an. Ja, wie ihr schon seht, da links gibt es sowas. So, oder hier gibt es halt jetzt so viel zu entdecken. Vor allem, weil wir jetzt alle Pokémon endlich mal fangen können. 50 Watt, sehr schön. Brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber trotzdem gut. Vor allem, jetzt halt können wir auch so viel machen, da wir ja... ja, das Wasserfahrrad haben und mit diesem jetzt um einiges mehr machen können. So, jetzt habe ich mir noch überlegt, wir können ja endlich mal eine geile Entwicklung durchführen und das Makabaya ins Team holen. Ich werde jetzt ja auch keine vielen neuen Pokémon oder so fangen. Ich lebe, oh mein Gott. Ja, jetzt kann ich es endlich entwickeln nach dem fünften Versuch. Ich mache das hier seit 10 Minuten. Uff, uff, uff. Nein, nein, nicht dein Ernst. Nein. Jetzt habe ich schon gedacht. So, jetzt mache ich, damit ich hier safe wegkomme, eine Poképuppe. Ja, Gott sei Dank. Sehr schön. Jetzt darf mich bloß kein Pokémon mehr treffen. Und wo muss ich lang? Ich habe überhaupt keine Orientierung gerade hier. Da ist es, ja, da ist die Steinmauer. Und wenn man da drunter fährt, dann entwickelt sich das. Nanu? Makabaya entwickelt sich. Endlich. Och Gott, war das unnötig, gerade lang. Das hat echt zu lang gedauert. Jawohl. Es wird zu einem. Ugnatol. Anstatt Gagnatol irgendwie so. Das heißt eigentlich anders, aber die Galar-Version gefällt mir viel mehr. Eine antike Malerei, die mit einem mächtigen Fluch versehen wurde, nahm die Seele eines Makabaya auf sich und erwachte zum Leben. Auch eine coole Story dahinter. Dunkelklaue. Nope, brauche ich nicht. So, und jetzt kommen wir dazu, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Ah ja, schaut mal, da ist auch... Oh, da habe ich noch was gesehen. Eckchen Sternenstaub. Oh, das ist sehr gut. So, wir können nämlich ja jetzt durchs Wasser fahren, bedeutet, können uns hier ziemlich viel nachholen. Wechsel und nochmal wechseln. Wow. Ein Garados, einfach mal so, alles klar. Ne, ich wollte eigentlich nur hier hin und die TM holen. Giftstreich. Ein schneidernder Hieb, der das Ziel eventuell vergiftet, hat eine hohe Volltrefferquote. Hier noch Mini-Pilze, ja, sehr gerne. Die bringen mir ja etwas Geld dabei. Deswegen passt es. So, und jetzt kommen wir, wie gesagt, ich grase jetzt hier mal so ein paar Dinge ab, die man vielleicht noch so sich anschauen könnte. Bedeutet, ja, Flächen, wo ich jetzt nur mit dem anderen Rad hinkomme, beziehungsweise mit diesem Wasserrad, und davor bin ich da halt nicht hingekommen. Das ist tatsächlich mehr, als man denkt. So 4-5 Stellen anscheinend, wie man, also eine haben wir ja gerade gesehen, und hier ist jetzt gleich noch eine sehr wichtige sogar, wo es ein sehr cooles Pokémon gibt. Oh, und ein Wattladen.
B-Laden, Finsterbälle. Nee, brauche ich nix. Komm mal wieder, klar doch. Dann gehe ich erstmal dahinter. Da gibt es ja anscheinend auch noch irgendwas. Ich werde jetzt einfach mal alle Pokémon hier ignorieren, weil ich mag euch einfach nur zeigen, was es hier noch so gibt in der Naturzone. Da war noch was im Wasser. Riesenperle, außer wenn es was Wichtiges, richtig krass Neues ist. Uganda ist zum Beispiel nochmal eine TM. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sich umschaut. Dunkelklaue. Ja, schön, dass ich es gerade nicht erlernt habe. Greift das Team mit einer scharfen Klaue aus Schatten an. Hohe Volltrefferquote. Nee, Winona eigentlich auch nicht. Was machst denn du hier? Ich habe was am Land gezogen und zwar ein unglaublich tolles. Letztes Mal war es ein Carpador, mal gucken. Drei Perlen. Ja, perfekt. Die sind nämlich mehr wert. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Letztes Mal war halt wirklich ein Carpador, als ich in der Naturzone so rumgelaufen bin. Und ja, das hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. So, 50 Watt sind hier. Oh, Moment. Da war doch noch mal was. Riesenperle. Ey, das Wetter ist ja eigentlich gerade. Ups, das wollte ich gar nicht. Oh, come on. So. Wir sind gerade hier und da ist Sonnenschein. Ha, nice. Alright. Oh, als ob hier das einfach am Land spawnt, okay. Kann ich jetzt bitte mal das Item aufheben? Fokusgurt gibt's hier. Aha. Hier gibt's doch, genau, Funkelstein, Eisstein. Hier gibt's überall Steine zum Entwickeln eines Evolis. Das ist sehr praktisch. Weil da gibt es ja übel viele Formen. Donnerstein. Eigentlich glaube ich, kann man hier so alle entwickeln. Keine Ahnung. Schätze ich einfach mal. Das ist schon wieder diese Lampe. Ah ja, wie man hier sieht, zum Beispiel ist hier ein Flamara. Und ich schätze mal, dass sich hier jeden Tag ein neues Evoli auftaucht. Das denke ich mal, fange ich mir einfach mal. Denn why not? Und hier gibt es noch ein Pokémon, das super cool ist. Und zwar sogar von dieser Gen. Oh, jetzt habe ich sogar das Pokémon ausgerüstet. Ah, ups, nein. Ich wollte X, bitte. Und dann mal... Wo ist denn der? Gottball. Sehr schön. Und dann gucken wir mal, ob wir es direkt mal fangen. Das wäre super nett. Lieber einfach Flottbälle. Na, zum Thema. Ach, come on. Was? Ach so, ich habe gerade schon gedacht, warum ist das schon down? Aber es passt schon. Nächstes Pokémon. Wow, Level 55, habe ich das gerade richtig gesehen. Ach komm, wir machen einfach mal Reflex, warum nicht? Wird schon passen. Und again, ein Flottball. Vielleicht geht's ja jetzt. Nee. Dann muss ich so angreifen. Schade. Oh, wow. Ich kann halt keinen Intellion ansetzen. Wieso habe ich eigentlich Lauchzelot noch in meinem Team? So. Achso, es wurde verletzt sogar. Dann nehme ich jetzt einen Superball, einen Hyperball meine ich. Und wir gucken, was rauskommt. Jawohl, Samara, gefangen. Freut mich. Lauchzelot hat sogar einen. Nee, brauche ich aber nichts. Danke. Alrighty, Feuer-Pokémon. Und hier gibt's noch... Da war ein Ditto, oh mein Gott. Ein Ditto, Offensivweste. Erhöht sich die Spezialverteidigung, aber kann seine Statusattacken mehr nicht mehr einsetzen, okay? Das hole ich mir jetzt auf jeden Fall noch. Wow, ein Ditto, einfach so...
Das ist ja richtig cool. Alrighty. Es ist Sonic. Ja, es bringt jetzt, macht jetzt eh keinen Unterschied. Achso. Wieder mal Flottball. Ich habe schon 40 Stück verbraucht, alles klar, aber ich weiß, ich habe mir 100 Stück mal gekauft. Die kriegt man ja beim Bahnhof direkt beim Eingang der Naturzone. Und jetzt habe ich nur noch 60, weil ihr seht ja, wie sie sich lohnen. Gut. Ditto. Es modifiziert seine Zellstruktur, um sich alles zu verwandeln, was es sieht. Im entspannten Zustand nimmt es wieder seine Ausgangsform an. Lotstaub. Ja, natürlich im Item. Weiß, ob das Pokémon es behalten darf. Ich bitte dich. Okay, dann an der Karte gibt es eben nochmal eine Stelle mit Wasser hier irgendwo beim Brückental. Da gehen wir mal noch ganz flott hin. Hier links nämlich. Und ich nehme noch die 300 gerne mit, die 300 Watt. Ist ja logisch. Dankeschön. So. Und wir gehen mal hier rüber. Oh, Moment. Uferkraut. Ja, gut. Könnte was Besseres sein. Gibt es hier irgendwas auf dieser Insel? Ja, ein paar Pokémon. Aber sonst... Sonst sehe ich hier nichts eigentlich. Ne? Ah, dann geht's gleich weiter. Eine Stelle gibt's auf jeden Fall noch. Und zwar die Mitte. Ach, guck mal, hier auch noch. Ah, da ist gleich mal die nächste. So, was hast du jetzt gefangen? Mal gucken. 3 Perlen mal wieder, sehr schön. Kein wie heißt's jetzt, Mann? Ihr wisst schon, Carpador. Ich bin froh, was wir heute geschaffen haben. Wow, ein 5-Sterne-Raid. Als ob. Und ein Wally hält mich jetzt davon ab, den Part zu beenden. Das finde ich ja toll. Okay. Ich mag euch eigentlich nur noch zeigen, was es da halt so gibt. Weil ich bin mir sicher, dass es auf dieser fetten Insel noch definitiv was gibt. Relaxo, genau. Ist ja auch noch. Ach so, stimmt. Hier kann man ja auch fahren. Da es aber keine Insel gibt, ignoriere ich das einfach mal und renne weg von diesem Kleoparda, weil die ja immer so aggressiv auf einen gehen, warum auch immer. Ja, hier ist die Standardmusik. Wow, und jetzt einfach flutsch und drin ist mal. Schlechtes Wetter aber auch hier. Gibt's hier irgendwas auf der Insel? Ach, dich schon mal. Luxusapfel. Oh, 3 Stück sogar. Nee, ein saurer Apfel. Und wir finden die TM Luftschnitt. Das Ziel wird mit einer Luftklinge angegriffen. Ziel schreckt eventuell zurück. Okay, dann würde ich jetzt sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es auf die 10. Route geht. Bis dahin, Leute, und tschüss.